ich könnte, dann hätte ich. Doch ich konnte nicht, drum hab ich dich verloren, verloren, verloren. Und wenn ich könnte, dann hätte ich. Doch ich konnte nicht, drum hab ich dich. Servus, mein Name ist Aljoscha Konto und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin deutscher Liedermacher, Singer-Songwriter und genau. Servus, ich bin Philipp Marx und ich mache mit Aljoscha hier Musik. Ja, wir machen deutsche Liedermacher-Pop und das ist einfach Gitarrenmusik mit deutschen Texten und auch viel andere Einflüsse, wie wir haben eine Loopstation dabei zum Beispiel und machen da mit unserem Mund unser Schlagzeug oder haben auch Bass dabei, E-Gitarre und zu zweit sind wir eigentlich im Moment eine ganze Band, kann man so sagen. Ja, alles, was in ein Auto passt eigentlich. Genau. Die Würfel sind gefallen und ich bin es auch. Und Zug um Zug tiefer in meinem Rausch. Ja, unlängst in die Hölle und wieder zurück. Philipp und ich, wir haben zusammen dann irgendwann in Stuttgart studiert. Genau, da haben wir Musik studiert und ja, so haben wir uns quasi gefunden. Seit dem ersten Semester an sind wir unterwegs. Erst pflichtmäßig von der Schule aus im Ensemble und dann auch relativ bald auf der Straße draußen dann. Also bei mir ist es so, ich habe lange Zeit in einer Band gespielt, da haben wir deutschen Poprock gemacht und das war sehr, sehr schön und diese Band gibt es auch immer noch. Und dann habe ich mich irgendwie anders entwickelt oder weiterentwickelt. Also ich mag den Sound immer noch und ich mache auch immer noch total gerne diesen Pop-Rock-Sound. Aber weiß nicht, wenn man viel alleine im Proberaum ist und rumwerkelt, dann kommt man auch irgendwie automatisch in eine andere Schiene rein. Wenn man nicht immer mit anderen Musik macht, sondern auch mal alleine. Und ich glaube, so ging der Weg dann immer mehr in dieses Liedermacher-Zeug rein, genau. Man muss halt auch über Jahre dann probieren, halt die anderen auch mit am Ball zu halten. Und wenn dann die Interessen oder die Prioritäten sich dann auch verändern, dann bleibt halt Zugpferd Zugpferd. Ich hab's gesehen. Es war ganz nah. Gefallen wie ein Engel. Gefallen wie ein Engel. Ich denke, gerade wenn man Newcomer ist in diesem Musikbusiness, ist es mega, mega wichtig, dass man Eifer hat und auch den Willen hat, da zu bestehen. Weiß nicht, Philipp und ich, wir haben zusammen, also jetzt schon über 400 Konzerte gespielt und das kommen nicht von ungefähr so. Also man muss wirklich wollen und wenn man will, dann geht auch tatsächlich ziemlich, ziemlich viel. Man darf halt nicht gleich erwarten, dass du von 0 auf 100 in 500er Clubs spielst. Also am Anfang erst ein paar Jahre werden es immer kleine Cafés und Bars sein, es sei denn, dein Vater gehört ein Restaurant oder ein Tonstudio. Aber im Grunde ist es halt so, dass dann auch am besten guckst, wo siehst du dich vom Level her, vergleich dich mit anderen Künstlern, die auch auf dem Level sind, guck, wo die gespielt haben, häng dich als Vorband an jemanden dran. Genau. Am Anfang ist es halt einfach schwer, aber am Ball bleibe ich halt alles dran. Und ich weiß nicht genau, was es war. Ich weiß nur, es kam nicht von hier. Wie entfesselt und völlig frei. Wie ein blinder Passagier. Und ich weiß nicht genau, was es war. Ich weiß nur, es kam nicht von hier. Wie entfesselt und völlig frei. Erst so winzig klein. Ja, wir haben einen Proberaum. Wir haben einen Proberaum in Stuttgart. Hat das geklappt mit diesem schönen Proberaum in Stuttgart. Und da sind wir ziemlich oft jetzt drin und machen sehr, sehr viel Musik. Wir haben letztes Jahr eine CD rausgebracht. Das war schon die dritte insgesamt. Und nächstes Jahr kommt die neue CD.
Und des Weiteren schreiben wir sehr, sehr viel einfach und machen einfach sehr viel Musik auch. Wenn man, muss man aber auch, wenn man davon irgendwie sich die Brötchen kaufen möchte. Jetzt im Moment sind wir in Bayern unterwegs und ab April fängt die große Deutschlandtour an. Das sind dann April, Mai, Juni. Das sind dann, glaube ich, insgesamt über 40 Konzerte, wo man uns in ganz Deutschland sehen kann und hören kann. Ich weiß nur, es kam nicht von hier, wie entfesselt und völlig frei, wie ein blinder Passagier. Und ich weiß nicht genau, was es war. Ich weiß nur, es kam nicht von hier, wie entfesselt und völlig frei, wie ein blinder Passagier.